Namaste! Schau dir dieses Video an, denn das Universum schickt uns immer genau dahin, wo wir sein sollen. Deshalb bist du nicht ganz im Zufall hierher gekommen. Ja, und das heutige Thema ist Schönheit. Ich dachte mir, während ich gerade darauf warte, dass meine Farbe einwirkt, drehe ich mal ein Video darüber. Und ja. Das Thema Schönheit begegnet mir in letzter Zeit ziemlich oft, denn es hat sich total verdreht. Ich würde mal sagen, in der aktuellen Gesellschaft, Gemeinschaft ist es so, dass die weiblichen Energien unter uns sehr, sehr viel Zeit damit verbringen, sich schön zu machen. Ich will das auf jeden Fall nicht auf alle beziehen, aber vor allen Dingen in Instagram sehe ich enorm viele Beauty-Tipps und Schminktipps und wie noch eine Lage und noch eine Lage und dann noch die Lage und dann noch eine Finish-Lage und dann noch ein bisschen hier und da und dies und das. Und im Endeffekt erkennt man den Menschen darunter schon gar nicht mehr. Und das macht mich, ich will nicht sagen traurig, aber ich habe das Gefühl, es muss sich was verändern. Denn unter diesen ganzen Schichten von Make-up und Fakeness, will ich mal hart ausdrücken, steckt doch wohl immer ein wunderschönes Gesicht. Und da kommen wir gleich zu dem, was ich wirklich sagen will, ist nämlich, wo die Schönheit herkommt. Und die kommt nicht durch irgendein Make-up und nicht durch irgendeinen Schminkkurs und irgendeinen Trick, wie man sich irgendwie dünner machen kann oder sonst irgendwas. Die wahre Schönheit, die kommt von innen. Und da kannst du von außen so schön sein, wie du willst. Wenn deine Seele innen hässlich ist, will ich mal, es tut mir leid, wenn ich es so hart sagen muss, dann wirst du außen nicht schön werden. Wenn du noch jung bist und es schaffst, dich durch äußere Veränderungen toll und wohl zu fühlen und dich selbst schön zu finden, dann denk mal drüber nach, wie das ist, wenn du alt wirst. Wenn du dich so auf deine äußere Hülle fokussierst, dann kannst du nur ganz, ganz schwer glücklich werden im Alter. Jedoch die Menschen, die es geschafft haben, diese Bilder abzulegen und dieses Schönheitsideal nachzugehen und einfach mit sich selbst zufrieden und im Reinen sind, die verstehen und sind noch viel glücklicher im Alter, denn da kommen nämlich die inneren Werte wieder viel mehr in den Fokus und da realisiert man einfach, wie unwichtig dieser Kampf nach dem Schönheitsideal war, auch wenn die Menschenenergien in dieser Welt ja immer gerne eine hübsche Frau an ihrer Seite haben, jedoch haben sie eventuell, wie ich beobachtet habe, vielleicht auch andere Auffassungen von hübsch als wir Frauen. Denn wenn du dir mal die Umfragen anschaust, dann wollen Männer in den meisten Fällen eine natürlich hübsche Frau und nicht irgendeine Frau, die sich unter Laken von Make-up versteckt. Noch dazu nimmst du doch enorm viel Zeit in Anspruch, sich so zu verstecken, viele Kosten und was ist das für ein Schock, wenn ein Mann dich dann plötzlich ohne Make-up sieht? Also das sind alles so viele Faktoren, wo ich mir denke, muss das wirklich sein? Also ich mache mich auch gerne hübsch, ich betone gerne meine Vorzüge, mittlerweile reduziere ich es auf Wimperntusche, bisschen Rouge. Vielleicht mal den ein oder anderen Pickel wegmachen, wenn ich mich gerade nicht so wohl fühle, aber das wahre, das wirklich Wunderschöne, was ich an mir entdeckt habe, ist, dass ich mich auch genauso wohl fühle, wenn ich überhaupt nichts drauf habe, komplett ungeschminkt bin. Wenn ich in meinen Lumpen rumrenne, kann ich mich genauso toll fühlen, wie wenn ich das geilste Outfit trage. Und das kommt einfach von drinnen. Das kann niemand dir schenken, das kannst du von niemandem bekommen. Das entdeckst du in dir selber. Und zwar, wenn du anfängst, Selbstliebe zu praktizieren. Wenn du anfängst, dich zu akzeptieren, genauso wie du bist. Weil dann
sorgt das Universum dafür, dass du das kriegst, was du gerne hättest. Akzeptanz ist wirklich ein wunderschönes Wort und es ist noch wunderschöner, es zu praktizieren. Und ich glaube, das Main Ding in dieser Gesellschaft ist die mangelnde Selbstliebe. Jetzt kannst du vielleicht sagen, aber ich liebe mich doch. Aber ich würde fast behaupten, da gibt es noch ganz, ganz viele Facetten, die du noch lieben darfst an dir. Und ein ganz einfacher, super toller, guter Trick anzufangen mit der Selbstliebe: geh vor den nächsten Spiegel, schau dir in die Augen und sage, ich liebe mich, ich liebe dich, ich liebe uns. Alleine sich diese Worte zu schenken, kann so viel auslösen. Ich habe schon von den krassesten Reaktionen gehört und deshalb bitte ich auch dich darum, das zu machen, wenn nicht sogar täglich oder immer, wenn du in den Spiegel guckst, weil das verändert nämlich die Perspektive, wie du auf dich guckst. Du fängst nicht mehr an, danach zu suchen, oh, da ist ein Pickel, da ist was Scheiße, da ist das und guck dir diese Nase an und what the fuck, warum sehe ich überhaupt so aus? Sondern du fängst einfach an, dich zu lieben. Liebe dich so, wie du bist und dann kommen noch viel mehr Menschen in dein Umfeld, die dich auch lieben, genauso wie du bist. Das ist nämlich alles eine Spiegelung deiner selbst. Da könnte ich auch schon wieder stundenlang drüber reden, aber ich habe so das leise Gefühl, meine Haare wollen jetzt mal ausgewaschen werden. Das ist nämlich nur so ein Schnell-Dingsbums. Ich zeige dir aber, wie es hinterher aussieht. Also sei gespannt. Und schwupps, hier bin ich in rosa. Ja, wie das zusammenpasst, dass ich mir die Haare färbe, obwohl ich gerade davon erzähle, dass man selbst sein soll. Ich würde sagen, da ich mich auch ich selber fühle mit all dem, was ich habe. Ich habe mir das Einzige, was noch mich etwas, sag ich mal, belastet hat in diesem Thema, war meine Kleidung und meine Haare, die ich über alles geliebt habe und so mein Ego damit gepusht habe. Da habe ich jetzt den einfachen Schritt getan, die Haare abzurasieren und zu fühlen, dass ich auch trotzdem noch mich toll fühlen kann, auch ohne diese Mähne. Und das war nochmal ein ultra krasser Push, den ich mir da selber gegeben habe. Es gibt auch eine Frau, glaube ich, im Allgemeinen starkes Selbstbewusstsein, sich auch weiblich und fraulich zu fühlen ohne Haare. Das andere waren Klamotten. Da habe ich jetzt in den letzten Monaten immer mehr drauf verzichtet, weil ich viel am Rumreisen bin und einfach nur so ein bisschen an Klamotten dabei habe und immer wieder die gleichen Sachen trage. Und auch daran habe ich mich gewöhnt. Und es ist auf jeden Fall, möchte ich dir sagen, alles eine Art der Perspektive, die ich dir hier bieten möchte. Natürlich gibt es für jeden seine eigenen Wahrheiten. Mein Wunsch ist es nur im Allgemeinen, ein bisschen mehr wieder Natürlichkeit in diese Welt zu bringen, sich so wohl zu fühlen, wie man ist, sich nicht hinter irgendwelchen Masken und Fassaden verstecken zu müssen, denn du bist wundervoll, genauso wie Gott dich geschaffen hat und wie du hier auf dieser Erde angekommen bist. Und wenn wir alle daran arbeiten, uns selbst so anzunehmen und selbst so glücklich zu sein, wie wir sind, dann ist jeder auf der Welt glücklich und mit sich selbst zufrieden. Also ist das die Mission, die wir verfolgen. Liebe dich selbst, sei glücklich mit dir und dann löst sich auch alles in der Welt auf. So einfach dargestellt und romantisch verpackt. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du bis zum Ende zugeschaut hast. Wenn dieses Video dir gefallen hat, dann share es doch oder lass einen Daumen da. Folge mir, wenn du das noch nicht getan hast. Und ich freue mich einfach über deinen Support. Vielleicht hast du ja auch einen Kommentar, was du dazu noch abgeben möchtest. Ich weiß, das sagt so ziemlich jeder, aber ich weiß auch, dass wir Menschen Dinge viel eher tun, wenn wir darum aufgefordert werden oder gebeten. Also bitte ich dich auffordern.
Tu all diese Dinge, um mir zu helfen, um dir zu helfen, um dieses Wissen zu verbreiten. Und ja, du bist ein Gott oder eine Göttin. Wir alle sind Götter und fang bitte auch an, dich so zu behandeln. Ich liebe dich.